Tja, und nun ist es also endgültig erwiesen, auch Videospielhelden müssen ab und zu mal austreten. Der junge Mann, der sich hier so beherzt die Hose hochzieht, ist Travis Touchdown, Hauptakteur in Killer7-Schöpfer Goichi Sudas neuestem Werk No More Heroes für Nintendo's Wii. In diesem extrem außergewöhnlichen Action-Adventure schnetzelt ihr euch in der Rolle des Johnny Knoxville-Verschnitts durch das beschauliche Städtchen Center Destroy, mit nur einem Ziel vor den Augen, die stets durch eine Riesensonnenbrille verdeckt werden. Travis möchte die Nummer 1 der Attentätervereinigung United Assassins Association, kurz UAA, werden. Nachdem er von der Agentin Sylvia Crystal als Nummer 11 der Attentäter-Elite lizenziert wurde, muss er nun die 10 ranghöheren Killer aus dem Weg räumen, um den Thron der UAA zu erklimmen. Um sich gegen seine Widersacher zur Wehr zu setzen, lässt unser durchgeknallter Held sein Beam-Katana sprechen. Ein funktionsfähiges Lichtschwert, das Travis bei einer Online-Auktion ergattern konnte. Um euch die Fähigkeiten des surrenden Luke Skywalker Gedächtnissäbels etwas näher zu demonstrieren, zeige ich euch gleich einmal einen der zahlreichen Missionskämpfe, die ihr bestreiten müsst, um Kohle zu verdienen. Die Aufträge bekommt ihr bei K-Entertainment. Latscht also einfach dorthin, werft einen Blick aufs schwarze Brett und sucht euch eine der verfügbaren Missionen aus. Nun verlasst ihr das Gebäude, schwingt euch auf euren Hobel und haltet auf der Stadtkarte Ausschau nach einem Missionssymbol. Um auf eure Gegner einzulaschen, drückt ihr die A-Taste auf der Wiimote. Je nachdem, wie ihr die Fernbedienung ausrichtet, schwingt Travis das Beam-Katana mittig, tief oder hoch. Die Attacken eurer Gegner blockt ihr mit dem Z-Knopf. Wenn eure Feinde ein paar Hiebe eingesteckt haben und benommen umherwanken, schaltet das Kampfgeschehen in den Deathblow-Modus um. Ein pixeliger Pfeil zeigt euch nun eine Richtung an, in die ihr die Wiimote schwingen müsst, um einen mächtigen Finish-Move auszuführen. Haltet ihr die A-Taste gedrückt, lädt Travis seine Waffe auf. Zum Entladen lasst ihr im richtigen Moment die Taste los und gravums. Die zahlreichen Nebenjobs verlangen jedoch nicht immer den Einsatz eurer Stromklinge. Um Bares auf die Kralle zu bekommen, mutiert der eiskalte Killer auch einfach mal zum Gärtner. Zieht's euch mal rein. Eure Kohle könnt ihr beispielsweise in neue Waffen oder trendige Klamotten investieren. Im Area 51 gibt's massenhaft T-Shirts, Jacken, Hosen, Gürtel und natürlich Sonnenbrillen. Insgesamt könnt ihr über 100 verschiedene T-Shirts erwerben, die ihr dann in Travis' Apartment im No More Heroes Motel wechselt. Die hart verdienten Pinunsen braucht ihr aber vor allem, um das nötige Startkapital für die 10 Rangkämpfe blechen zu können. Habt ihr genügend Kohle zusammengekratzt, kann's losgehen. Bevor ihr einen der 10 Killer zum Duell herausfordern könnt, müsst ihr euch durch das jeweilige Areal des Obermotzes schlagen. Am Ende jedes der 10 Levels wartet dann einer der Assassins auf euch. Hier zeige ich euch nun einmal den ersten Ranglistenkampf gegen den Tattoo-Freak Death Metal. Neben Schwertattacken setzt unser Hauptakteur auch schlagkräftige Wrestling-Moves ein. Zieht euer Gegner Sternchen, drückt ihr zunächst die B-Taste. Danach müsst ihr flugs eine bestimmte Bewegung mit Wiimote und Nunchuck ausführen, um den Schergen auf die Bretter zu befördern. No More Heroes ist ein actiongeladener Titel mit vielen witzigen Ideen, coolen Charakteren und einem abgefahrenen Stil. Einzig und allein die Grafik lässt viele Wünsche offen. Vor allem die unschönen Texturen und ständiges Kantenflimmern sind wahrlich keine Heldentaten. Dennoch können wir den ausgefallenen Titel jedem empfehlen, der auf schräge Szenarien à la Quentin Tarantino steht und mit Sprüche klopfenden und schwertschwingenden Poser-Killern was anfangen kann. Here's your ticket to paradise, old man.